Ja, jetzt sind wir mittlerweile seit genau einem Jahr in den USA. Wir haben seit über einem Jahr unsere Familie und Kollegen nicht mehr gesehen. Aber dürfen dafür jetzt den Traum hier in den USA leben. Jetzt, eben ein Jahr später, haben wir nochmal auf gewisse Sachen zurückschauen, wo jetzt eine Revue passieren lassen. Für uns und für euch. Und ja, zurückschauen, wie alles so abgelaufen ist mit unserer Auswanderung. Und machen jetzt in diesem Video so einen kleinen Jahresrückblick. Für mich war es einfach recht surreal, muss ich sagen, als wir am Flughafen waren in Zürich. Man hat das Ganze, wo man sich darauf vorbereitet hat, wirklich man gemerkt hat, jetzt ist es so weit, jetzt geht es los. Was ich vor allem auch krass fand, wir haben ja so lange auf das Visum hergeschafft. 2 Jahre. Ja, wir sind 2 Jahre an dem ganzen Prozess dran. Und zum Schluss ist es so schnell gegangen, also wir haben unsere Wohnung gekündigt auf Ende September und haben zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gerne gewusst, wenn ja, das es klappt. Das Ding war, dass wir 2 Jahre das Visum vorbereitet haben und nachher hat es oft mal geheißen, nach einem Botschaftsbesuch in 30 Tagen müssen wir das Land verlassen. Mhm. Und das hat man vorher nie kommuniziert können. Eben die 30 Tage, das ist einfach auch durch Covid ist das Ganze gewesen, aber weil sonst könntest du ausreisen, wenn du möchtest. Ja, dann ist es einfach für 3 Jahre gültig, unser Visum. Kombi wird überrumpelt worden mit der Ausreise. Dann hat es geheißen, da ist euer One-Way-Ticket auf der Botschaft. Also nicht das Ticket, aber die Einreisegenehmigung. Und das ist 30 Tage gültig. Das heisst, einfach in 30 Tagen müssen wir in die USA ausreisen. Und das ist auch nicht das Standardverfahren. Das ist einfach, weil du so eingeschaut bist, haben wir das Privileg gehabt, um die Schweiz innerhalb 30 Tage verlassen. Aber ja, sind dann, glaube ich, über den Botschaftstermin haben wir uns am 13. 14. Oktober gehabt. Ja. Und am 31. sind wir dann schon geflogen. Ja, vor 2 Wochen das Land verlassen. Ja, und weil das Ganze halt so schnell gegangen ist, eben wie gesagt, ist es einfach recht so einfach, ist mir überrumpelt worden und hat es dann wirklich erst auch realisiert, wo man am Flughafen war, wo man dann in den Flieger eingestiegen ist. Genau. Mit der Bea habe ich mir zuerst, also muss ich sagen, habe mir mehr Sorgen gemacht, als dass ich hätte müssen schlussendlich, aber das weiß ich nicht im Vorhinein. Mhm. Aber für sie ist es glaube ich schlussendlich wie ein Busfahrer gewesen. Ich glaube, sie checkt ja, immer nicht, wo wir sind. Also sie steigen so ein und steigen wieder raus. Sie hat immer noch das Gefühl, wir sind jetzt einfach irgendwo in einem anderen Haus. Ja, nachdem wir angekommen sind, ist weiterhin surreal geblieben mal für mich. Ich war noch nie in Boston am Flughafen gewesen, man ist ausgestiegen, man hat mal auf den Koffer gewartet. Es ist so ganz eine komische Stimmung gewesen. Also jetzt nicht nur, weil der Flughafen leer ist, sondern auch allgemein, weil jetzt das Ganze wirklich, wo man 2 Jahre darauf geschafft hat, ist jetzt da nicht gestorben an dem Flughafen, den man immer im Kopf hat. Und jetzt ist es so weit. Ja, und unser Plan ist ja vor allem einfach gewesen, um in die USA auszuwandern. Wir haben am Anfang nicht genau gewusst, wo sie uns herzieht. Und was jetzt vermutlich eben viele denken würden, das ist so, das würde ich nie machen. Also ist bei uns ja auch gleich gewesen. Wir sind mit dieser Einstellung gegangen, wir gehen woher, wo wir vorher schon mal gewesen sind. Und schlussendlich eben sind wir in Boston noch nie gewesen, wir sind in Plymouth noch nie gewesen. Wir sind eigentlich so ins Ungewisse gegangen. Wir haben die ganzen Leute auch noch nie getroffen. Und ja, wirklich alles recht sketchy. Aber ein gewisses Risiko ist immer dabei. Ja, voll. Also es war sicher ein grösseres Risiko durch die ganze Corona-Geschichte. Ja, es ist, man hat keine Möglichkeit gehabt. Man hätte nicht können vorher in die USA reisen, den Shop anschauen und sagen, ja, wir kennenlernen, sondern das hätte alles müssen über E-Mail, Telefon stattfinden. Und ja, voll. Unsere 2, 3 Koffer, die wir mitgenommen haben, respektive unser ganzes Hab und Gut, das wir noch hatten bis dort, haben wir dann
ins Auto verladen, ins Mietauto und sind dann ins Ungewisse gefahren. Und das ist schon speziell gewesen, weil es war dunkel, es war Nacht und du bist einfach so an einem Abend angefahren, wo dir sagt, das ist jetzt dein neues Zuhause. Das ist schon strange gewesen. Jetzt haben wir 9:30 Boston-Zeit. Marcel ist unser Minivan am Beladen. Eigentlich ein bisschen grösseres Auto braucht jetzt mit all unserem Gepäck. Sonst ist jetzt eigentlich aber alles recht gut gegangen. Es hat halt ein bisschen Zeit gebraucht mit unserem Visum, mit der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Aber es waren alle mega freundlich und die hatten richtig Freude gehabt, dass wir mal ein O-1-Visa mit einem Tätowierer hatten. Sie haben es den ganzen betont, das sage ich das erste Mal, muss ich sagen. Und jetzt fahren wir Richtung Kingston in unser Hotel. Machen wir uns mal auf den Weg. Vor allem war ja genau das Ding, durch Covid haben wir die Regelung gehabt, dass wir in Quarantäne müssen bleiben mussten, bis wir einen negativen Test vorweisen können. Oder 2 Wochen. Oder 2 Wochen Quarantäne. Also hast du die Möglichkeit, genau. Du bist 2 Wochen in Quarantäne oder machst du einfach negativen Test. Aber für uns war klar, dass Zeit ist Geld. Also wir haben auf dem Plan gehabt, wir müssen ein neues Zuhause finden, weil wir zuerst im Hotel gelebt haben. Ich glaube, ich habe den ersten Tattoo-Termin am 13. oder 12. November gehabt. 14. ist es. Ja. Und genau, so 2 Wochen theoretisch. Also es hätte funktionieren können mit der Quarantäne, aber es wäre doch blöd gewesen, wenn man vorher nicht hinter den Shop und die Leute kennenlernen, alles einrichten, also nicht hinterher müssen aus der Quarantäne rauskommen und einfach arbeiten. Und so ist natürlich das Ding für uns klar gewesen, wir machen einen Test, dann haben wir 2 Wochen Zeit, um die Gegend kennenlernen, die Leute kennenlernen. Genau. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Spital, um unseren Corona-Test zu machen. Und darum war es auch so gewesen, wir haben uns eigentlich wirklich nur in unserem Hotelzimmer aufgehalten und sind zu dieser Klinik, um uns zu testen zu lassen. Korrekte Quarantäne. Jawohl. Aber das Einzige ist, wir sind mit Maske und voller Montur kurz vor Türen raus, dass Bea eine Pipi machen konnte. Und that's it. Und ja, zum Glück ist dann eben der Test negativ rausgekommen. Und so haben wir dann recht schnell mit allem auf unserer To-Do-Liste können anfangen. Okay, sorry about that. No problem. Jetzt haben wir beide unser Ergebnis schon zurückgekriegt und sind beide negativ. Also ab heute können wir uns frei bewegen. Da jetzt unser Corona-Test negativ zurückgekommen ist, haben wir gedacht, wir machen jetzt heute Nachmittag unseren ersten Ausflug. Und der führt Bea. Jetzt gehen wir nämlich mit ihr an Dog Beach. Ja, wenn halt wirklich nur mit 2 Koffern auswanderst, dann brauchst du. Du musst nicht fragen, was du brauchst, sondern dann brauchst du einfach alles. Also dann brauchst du von einem Auto, zu einem Sofa, zu Lebensmitteln, zu daheim. Du brauchst einfach alles. Also das Ding war ja, wir hatten am Anfang ein Mietauto und haben das natürlich einfach für möglichst kurz haben, weil ein Mietauto ist bekanntlich auch ziemlich teuer. Und darum sind wir dann eigentlich nach der Quarantäne so ziemlich als erstes Autos anschauen. Das ist bis heute ist das, das sage ich dir auch immer wieder, ist das Einzige, wo wir wirklich in Scheiss gegriffen haben, ein paar Fehler gemacht haben und der Einzige wirklich, und das finde ich ist noch okay, wenn man innerhalb von einem Jahr dann das Einzige ist. Oder? Und ich muss auch dazu sagen, dass so in unserer Beziehung du eigentlich eher unkompliziert bist und die komplizierter und alles irgendwie zu viel studiert und ja, zu kompliziert alles denkt und darum habe ich gedacht, okay, das musst du jetzt einfach Marcel in die Hand geben. So, wir müssen jetzt innerhalb von einem Tag ein Auto finden. Ja, wir haben ein Mietauto, wo die sehen, was ich für $100 im Tag kostet. Wir haben jetzt 2 Wochen Zeit gehabt
Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch so schnell wie möglich als erstes mal ein Auto her. Mhm. Und das war mein Ding. Das war halt ein bisschen reingeschossen. Aber ja, wir sind dann mit genug Bargeld, sag ich jetzt mal. Mit genug Bargeld sind wir dann wirklich zum erstbesten Autodealership gegangen und haben dort, kann man schon sagen, das erstbeste Auto gekauft. Ja, und recht. Also der Fehler ist, ich habe null Ahnung von Autos. Also, wenn du mir der Schlüssel gibst und sagst, mach eine Testfahrt, dann ist das für mich einfach, dass ich so etwas gemacht habe, dass ich das Gefühl habe, ich interessiere mich für das Auto, weil ich habe null Ahnung. Wenn es eine dreckige Scheibe ist. Aber das ist ja cool. Das Auto ist gekauft. Ist jetzt halt kein Pickup geworden. Nein, das ist okay. Also die ganzen Fehler, die wir nachher mit dem Auto daraus herausgestellt haben, viele Sachen hat man vielleicht nicht gesehen am Anfang, aber gewisse Sachen. Also da, ja, wie gesagt, also das, was ins Auto reingeschifft hat, das kannst du nicht sehen, wenn du mit blauem Himmel eine Tischfahrt machen kannst. Aber so, es hätte auffallen sollen, es hat schon so ja, Anzeichen gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe null Ahnung. Wir haben dann aber aus dem Grund haben wir dann eigentlich anderthalb Monate später schon unser zweites Auto gekauft. Ja, und dann auch fast schon das Traumauto. Ja, das Traumauto. Jetzt ist der Marcel happy. Wäre das das Auto nach deinem Geschmack? Das wär's. Haben wir eigentlich den Ding gemacht, dass wir das Auto nicht gesehen. Also sie wollten es reparieren und dann sind wir ein paar Mal vorbeigegangen und dann wollten sie es garantieren, aber es war halt immer eine hohe Rausgezögerung und dann bin ich zu einem Punkt gekommen und habe gesagt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und dann haben wir das Auto genommen, sind zu einem offiziellen Dealership gegangen von Chevy und haben den quasi als Eintauschauto genommen und haben dann eigentlich fast schon als neues Auto Pickup gepostet und hat den quasi als Eintausch gebraucht können, was bis jetzt ja, der beste Entscheidung war. Ja. Voll. Also jetzt haben wir das Auto seit bald einem Jahr und sind immer noch mega zufrieden. Ja. Von dem, wo ich am meisten Respekt hatte, ist das erste Zusammentreffen kennenlernen mit dem Tauschab. Weil man gewusst, es muss funktionieren fast schon, weil das sagt, dem bist du da und mit dem hebt alles fest. Und wenn es jetzt ein Team ist, das unsympathisch ist, oder ein Shop, der nicht gefällt, oder... Also bin ich wirklich nervös gewesen. Nicht nur wegen Visum, also ich meine, ich bin allgemein, würde ich sagen, nicht ein hoher extrovertierter Typ. Und darum ist es für mich auch schwierig, um neue Leute kennenzulernen oder den ersten Schritt zu gehen oder so. Und dann ist es auch speziell gewesen, dass dort eine sehr nach fast zwei Jahren hin und her schreiben und Mail verkehren, dort wirklich vor dem Shop gestanden bist und gewusst hast, wenn du jetzt in die Tür reingehst, dann sind alle Leute noch erwarten die einen. Das ist so recht nervig für mich. Man hat die vorher nie gesehen, so von gewissen, wir haben nicht einmal ein Foto gesehen. Und ja, dann ist noch dazu gekommen, dass klar, wir ich würde sagen, wir können beide gut und fließend Englisch, aber gleich sind wir halt Ausländer und wir haben nicht gewusst, wie es mit dieser Sprachbarriere funktioniert. Plus ja, haben sie hier in New England ja auch so ihren eigenen Dialekt. An dem Abend, wo wir das Treffen abgemacht haben im Shop, haben wir dann Steve, der Shop-Owner, geschrieben, sie warten im Shop, sie irgendwie alle fertig gestochen und dann soll auf China kommen, sie sind alle dort. Und dann weiss ich, wir sind dort hergefahren und mir ist das so, ich bin so nervös. Ja, dann bist du wirklich hinten parkiert, hast schon die Einzige gesehen, so rausschauen, so jetzt sind sie da und dann bist du so reingelaufen und dann hat einfach alle so angeschaut. Aber der ist wirklich ganz auf dem ersten Moment, ist mir so das Eis gebrochen gewesen. Voll.
Der Steve ist gerade auf mich zugenommen, Cora bin arm genommen, Kayla, die alle Leute waren so herzlich. Es war von der ersten Sekunde an schon so, gewesen, aber das ist schon ewig geblieben. Na ja, voll. Also so, wir haben als erstes gerade eine zwei Tour gekriegt oder Shop und ein Bär in die Hand drauf gekriegt. Das ist immer gut. Und es war so chillig gewesen, so, wir haben es von Anfang an gesagt, ich bin jederzeit willkommen, und was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, jetzt ein Jahr später muss man wirklich auch sagen, das ist, uns hätte es nicht besser können treffen mit dem Tattoo-Shop. Eben, was natürlich am Anfang auch noch so war, eben weil wir sind mit je zwei Koffern ausgewandert, und das sind ja nicht nur Kleider, sondern eben auch Tattoo-Sachen von der in diesen zwei Koffern. Das heisst, dein Platz hat dementsprechend leer ausgesehen am Anfang. Ja, im ersten Moment bin ich einfach rein, habe mal mein Zeug reingestellt, bereit gemacht, und dann ist dort die Stifte, die wir zum Anlauf hatten. Hey, das Tattoo-Wille von mir gerade von Anfang an, da habe ich gesagt, voll cool, dann kann ich gerne mal meinen Platz. Ja, ich will es ausprobieren. Es ist mehr so ein Einrichten, um zu wissen, wo ist was, ein bisschen die Routine. Ich habe gesagt, okay, super, können wir gleich, kannst du gleich herheben, können wir gleich schnell machen. Und dort hat der Platz halt auch leer und trist ausgesehen. Das ist jetzt schon fast nach einem Jahr, wenn du da reinlaufst, ist wirklich, ich fühle mich sehr wohl. Das ist wirklich so meine eigene, nicht für erwähnt, aber mein eigenes Gebäude können. Ja, voll deine eigenen Zonen, und es ist so dekorieren und heimelig jetzt so dekoriert. Deswegen. Wir haben dann fast noch zwei Wochen im Hotel gewohnt. Ja, bis zum 20. November, drei Wochen insgesamt. Ja, so, für den Moment ist es voll cool. Also es ist auch voll okay, das Hotel. Es ist jetzt so im Nachhinein, wenn man jetzt auch ein bisschen lokal da ist oder in Heim ist, fast so ist, weiss man jetzt, das ist mehr so ein bisschen eine Absteige. Was im Nachhinein auch fast schon alles Sinn macht, das ist wirklich so, es hat recht strube Leute umeinander gehabt, und das Ganze ist so ein bisschen shady, so schäbig, das war komisch gewesen. Und eine Rundführung von unserem Hotelzimmer können wir gleich noch machen. Wir haben hier vorne drei Stuben mit Esstischchen. Dann kriegt der Bea gerade zu Mittag. Dann haben wir eine kleine Küche. Dann nebenan noch Bad. Bad, WC. Und da hinten ist dann Schlafzimmer. Und unser ganzes Gepäck noch überall verteilt. Es bleibt jetzt auch so am Anfang, bis wir dann eine Wohnung oder ein Häuschen haben. Das Ding war auch, warum wir das Hotel eigentlich ausgewählt haben, ist, weil es halt nicht nur so ein Zimmer hatte, sondern auch eine kleine Küche und Stube. Weil wir ja gleich nicht gewusst haben, hey, vielleicht fällt der Test auch positiv aus. Du musst damit rechnen, im schlimmsten Fall bist du seit zwei Wochen in Quarantäne und hockst aufeinander. Und ja, eben, kannst du nicht auch, eben, hast du die Möglichkeit, um dich selber zu kochen. Wenn du nicht in Quarantäne bist, ist es ja easy. Wenn fast einen Monat kannst du mal allein etwas kochen, und du einen Monat lang auswärts zu essen. Und dann haben wir uns auch für das entschieden. Das war das Einzige, was es umgekehrt hat, vor allem für einen easy Preis. Und wir haben das genommen. Also so irgendwer Kollege, Familie, Gäste würde ich auf jeden Fall nicht gerade in das Hotel schicken. Nein, aber es ist so mega, ich würde sagen, ich würde es jetzt unkompliziert einstufen, aber als Außenstehender betrachtet ist es recht einfach, fast schon dreckig gewesen. Also die Sofa, hast du gesehen, da sind Haare von Hunden gewesen, die sicher nicht von uns sind. Von zwei Herdplatten hat eine da, das sind so Sachen gewesen. Ja. Aber es war für die Anfangszeit gleich okay gewesen. Es war nicht so. Ich würde immer sagen, als Anfang. Jetzt auch, sagen, wenn wir etwas Retro machen können, würde ich sagen, geh nie in das Hotel. Mhm. Ich würde sagen, beim Auto kaufe ich das Auto. Eben, die Zeit haben wir aus den Koffern gelebt in dem Hotel, haben da nicht sehr gross unsere Kleider ausgepackt oder so.
Es ist noch speziell, wenn du oder weißt, wo du in dem Hotelzimmer drin bist und schaust so rechts von dir und siehst auch so alle Koffer. Oder was ist mir jetzt einfach Koffer? Koffer. Ja, okay. Ja. Du siehst einfach alle Dinge am Boden, die Koffer. Und du weißt, das ist einfach alles, was ich noch besitze. Das ist irgendwie so ein Übergepäck von der Ferien. Mhm. So. Das ist einfach nur das, was ich habe. Das ist sehr strange. Ja, cool. Stimmt. Wir haben uns dann auch dementsprechend schnell natürlich auf die Wohnungssuche gemacht. Und es sind insgesamt 7 verschiedene Wohnungen/Häuser anschauen. Ich muss jetzt so ein Jahr später sagen, wir haben absolut die richtige Entscheidung getroffen mit dem Haus. Ich fühle mich immer noch so wohl da und eben auch halt, für mich ist das ein Traum, um so nah am Meer oder eben so nah, so direkt am Meer leben zu dürfen. Wir sind also wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag gehen wir ans Meer laufen. Im Sommer haben wir natürlich auch dementsprechend unsere Freizeit am Meer verbracht. Ja, ist auch jetzt ein Jahr später immer noch mega speziell für mich. Und das Einzige, was von Anfang an abgelöst hat, ist die schreckliche Wandfarbe. Das ist nicht nur ein Zimmer, das ist ein kompletter Haus. Es war kackgrün, windgrün, was auch immer, gestrichen gewesen. Das hatte fast einen Schlag. Und ich habe Alien-Produkt, glaube ich, auch lieber dunkle Farbe. Und dass dann in das Haus reinlaufst, wo die so mit einem leuchtenden Mintgrün entgegenschlagen. Das war schon das erste Mal, dass ich gesagt habe, komm, wir gehen mit. Ja, voll. Was ja noch ein weiterer Nachteil eigentlich war für uns, nebst der Wandfarbe, war der fehlende Waschmaschine und Tumbler. Dort haben wir dann recht schnell gefunden, okay, ah, das Gute ist, es war ja nicht fehlend. Ja, es hat, also der Anschluss hat es gehabt. Der Anschluss hat es gehabt, und das ist schon das Wichtigste. Aber das Gerät hat nicht. Und darum haben wir die erste Zeit immer müssen in eine Wäscherei unsere Wäsche machen. Das haben wir noch cool gefunden. Oh Gott, nein, ich bin froh. Was ist das denn? Ja, das ist noch cool gewesen. So, man kennt es aus dem Film, oder ich kenne es aus dem Film. Und dann hockst du selber drin und bist so am Bad oder am Tümli drehen, bis die Wäsche fertig ist. Also, jetzt nicht mehr als ein Jahr lang machen, cool. Am Anfang. Am Anfang habe ich es auch easy gefunden. Mittlerweile bin ich froh. Ich muss jetzt auch nicht mehr jede Woche einen Ausflug in die Wäscherei machen. Also, und dort, darum haben wir das dann auch, das war so eines der ersten Anschaffungen gewesen nachher. Und zum Glück haben wir dann auch vom Kollegen Hilfe gehabt, um das installieren mit Gas. Ja. Sind wir beide noch ein bisschen vorsichtig, aber ja, es läuft auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade noch unsere Matratze bestellen, dass wir am Freitag etwas haben, um drauf zu schlafen. Das ist jetzt unser erstes Möbelstück und der Rest werden wir uns sicher mit der Zeit noch organisieren. Aber Matratze und Bett ist mal sicher das Wichtigste jetzt am Anfang. So ein Möbel war auch so eine Sache. Auch durch Covid hat es uns das nicht ganz so einfach gemacht, um einfach in Ikea und Möbel zu holen. Es ist überall ist recht viel ausverkauft, hat Lieferverzögerungen gehabt. Immer noch. Immer noch, voll. Darum als erstes haben wir einfach mal ein Bett gehabt. Also, du hast wenig können in die Ikea etwas anschauen und es mitlesen. Du hast fast schon alles müssen online shoppen. Was noch recht schwer ist, finde ich, bei Möbel. Du kannst nicht auf dem Sofa Test hocken, du kannst nicht anschauen, wie gross ist es. Cool. Klar steht, wie gross ist es. Aber ich bin dann eher visuell, ich muss es sehen und dann sagen, okay. Und weil wir auch ein komplettes Haus müssen einrichten mussten, haben wir auch ein Budget gehabt und können auch nicht. Weiss ich, wie viel Geld liegen lassen für Türimöbel. Und darum ist es halt dann einfach so nach und nach gekommen. Also wenn wir jetzt die Videos anschauen, die es am Anfang eingerichtet war, ist nicht wirklich heimelig gewesen. Ja, am Anfang hat man einfach wirklich das Nötigste gehabt, weil man hat eine lange Wartefrist gehabt, auf alle Möbel. Sofas hat also 10 Wochen Lieferfrist angezeigt, die wir bestellt haben.
Und ich konnte einfach nicht mehr auf dem Boden hocken, bis wir ein Ding haben. Darum sind wir in Target gegangen, aber es ist auf so einer, wie eine Walmart, kennt man glaube ich besser. Und haben dort so eine, ein Schlafsofa, also ich das sollte sein, gekauft. Das waren ja $80 oder so und haben das gekauft, dass man etwas hat, um drauf zu hocken, wenigstens wo gepolstert ist. Ein bisschen unvorteilhaft mit ihren hellen Haaren auf dem dunklen Sofa, aber wenn es nachher dann im Gästezimmer steht oder vielleicht bei Marcel in seiner Garage, passt das dann sicher auch gut. Auch der Stubentisch war dann lange das einzige, gewesen, wo wir einfach in der Stube hatten. Fernseher war das erste, das wir hatten. Ja, also das war vor allem dir das Wichtigste. Gewesen, ja, aber das ist so Heimatgefühl, wenn ich heim und Fernseher stelle. Und das Problem war dann natürlich, dann haben wir einen Fernseher gehabt, aber kein Internet. Dann sollte heute noch ein Verizon-Techniker kommen, unseren Internet-Router installieren. Geil. Bist du glücklich, Marcel? Flex is home to unlimited TV shows. Oh. Join in minutes and unlock. Jetzt kannst du endlich gut mal sagen. So, dann zum Socken zusammen weiter. Aber so, nebst den ganzen Möbel war vor allem für den Marcel etwas vom Wichtigsten gewesen, der Christbaum. Das Video heisst Karl, Marcel Bernhard. Du hast zwei Säckchen gekriegt, oder was? Hast du zwei Säckchen gekriegt? Benedikt. Das ist für Karl und das ist für Marcel Benedikt. Und der Baum kann man verlassen? Ha? Der Baum kann man verlassen. Ja. Also kannst du noch so ein paar mehr Sachen. So. Aber ist gut. Ja, wir haben halt die andere Kugel noch in Kur. Der Stern ist ein bisschen schräg. Red, white and blue. Was ist denn? Schräg, der Stern. Aber Achtung, er ist nur mit Draht befestigt. Das Wichtigste ist, dass wir die Garage von Anfang an. Ja, deine Garage natürlich auch. Dass ich eine eigene Garage habe. Das ist für mich so ein Traum, den ich erfüllen kann. Das ist so eine... Deine Männerhöhle ist. Ja, so ein Ding, das ich malen kann und... Werken. Voll. Also das ist jetzt schon... Das hat so schon lange ausbezahlt in der Garage. Jetzt machen wir zuerst einmal eine Vorgeborene. Ah! Ja, bringt seine Kacke ab. Wirklich? Oh, Scheiße! Das ist die Schraube. Okay, wow. Okay. Ja, so zu den Lebensmitteln, das ist glaube ich so das einzige, natürlich nebst Familie und Kollegen, wo man so ein bisschen an der Schweiz vermisst. Und ist jetzt so auch ein Jahr später natürlich mega cool zu sehen, dass es gleich praktisch in jedem Laden gibt so Schweizer Produkte. Natürlich möchte ich wieder mal gerne. Das findest du auch nicht. Ja, das ist auch nicht typisch schweizerisch. Ja, passt. Aber ja, ist mega cool immer noch, wenn halt wir uns ja mal ein Fondue machst oder so, ist ja, so ein Heimatgefühl. Ich habe da nämlich Käsefondue gefunden und das sogar noch von einer Schweizer Marke. Also, die Erwartungen sind gross. Meinst du meine Fondue? Super. Wie in Schweizerland. Wir haben hier für die Kollegen dann zum Beispiel am 1. August Raclette gemacht. Ja, das ist auch mega cool. Wir haben den gefeiert am 1. August bei uns daheim. Wir haben so einen Online-Shop gefunden, einen Schweizer Online-Shop, wo Landjäger von Landjäger zu Zweifelchips zu was haben sie denn alles? Ragusa, Rivella, das ist alles gut bestellt. Dann haben wir so eine kleine Box bestellt mit Schweizer Sachen drin und haben dort recht einen coolen
1. August gefeiert, mit Raclette, der Shop-Owner hat dann noch eingepackt, einen Nagelstück, und wir können nageln. Raclette haben sie nicht ganz verstanden. Käse hat auch niemand gegessen. Sie haben einfach mehr, ja, aber sie haben einfach mehr Freude gehabt an der Würst, wo ich oben drauf durch den Grill. Und dann alle Kompliment gemacht, wow, so geile Würst, so geiles Fleisch. Dann hast du viele drauf. Also es geht eigentlich um den Käse, nicht um das Fleisch. Ja. Das ist halt die amerikanische Esskultur vergleichbar mit der Schweiz. Ja, das ist doch gut, das ist der Voll. Ja, aber so jetzt Fazit, ein Jahr später, ist die richtige Entscheidung gewesen. Ja, für mich ist es absolut die richtige Entscheidung gewesen, weil ich es immer wieder mache, außer das Auto kaufen. Ja, das Einzige, was es halt ist, ist eben mit dem blöden Umgereisen, dass wir jetzt halt wirklich nicht können, im Sommer in die Schweiz gehen oder in Hamburg hätte es können besuchen in einem Jahr. Aber das Sache, wo du das können vor, das hat eben können vorplanen oder gesehen. Aber wo wir angefangen haben, unsere Auswanderungspläne schmieden, sind wir natürlich nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt mit einer Pandemie in ein anderes Land auswandern und darum unsere Familie und Freunde so lange nicht gesehen werden. Ja, also für uns wird es vermutlich noch ein bisschen länger gehen, bis wir zum ersten Mal wieder in der Schweiz sein können. Jetzt nicht nur wegen der Pandemie, weil die Grenzen werden ja jetzt in ein paar Tagen schon wieder geöffnet und dann ist es für Schweizer wieder erlaubt, um in die USA einreisen. Für uns hat es jetzt einen weiteren Grund, warum sich unsere Reisepläne in die Schweiz noch mal ein bisschen verschieben. Und das ist, weil wir ja, in nicht einmal so langer Zeit zum ersten Mal älter werden. 2 Monate. Ja, ja. Also in 2 Monaten? Mhm, vermutlich. Das ist ja einfach der ausgerechnete Geburtstermin, aber ja, wir erwarten ein Baby und haben das auch hier auf YouTube teilen, weil das natürlich jetzt in Zukunft auch ein Thema sein wird auf unserem Channel. Es gibt natürlich nicht nur noch Baby-Content darauf, aber sicher wird das auch mal ein Thema sein und wir wollen euch da auch so ein bisschen auf diese Reise von uns mitnehmen und haben auch das probiert, zum Beispiel so ein bisschen mitzufilmen, wie wir jetzt das Kinderzimmer umgestaltet haben. Nächste Woche findet Baby Shower statt, wo Kollegen für uns geplant haben. Und ja, so Sachen wird es sicher auch nebst den Vlogs und so, die wir machen, hier auf dem Channel zu sehen sein. Das ist ja ein Teil von der Bernhard's Day. Ja, voll. Eben, es ist auch ein Teil von uns und darum wird man das sicher auch einen kleinen Einblick haben. Ja. Das wäre es eigentlich von dem Jahresrückblick und von dem Announcement von uns gewesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst, ein Like und auch zum nächsten YouTube-Video wieder einstellen. Mhm.